Hi Leute, ich bin zurück mit einem neuen Video und zwar habe ich wieder eine Riesenkiste voll mit Make-up, was ich gekauft habe oder zugeschickt bekommen habe. Und das Video wollte ich eigentlich schon viel früher drehen und jetzt muss ich, weil die Kiste ist voll, es passt nichts mehr rein. Und deswegen dachte ich, okay, komm. Ich habe jetzt alles aus der Kiste rausgeholt und auf dem Boden aufgeteilt in Kategorien, weil die Kiste war wie gesagt so voll und das Kram, das nimmt dann immer so viel Zeit weg. Ich würde jetzt mit den Augen anfangen. Ich habe kein neues Augenbrauenprodukt, deswegen sind die auch schon aufgefüllt und ich habe auch keinen Lidschattenprimer. Was ich benutzt habe, findet ihr unten in der Infobox. Ich würde sagen, fangen wir mit den Augen an. Zum einen habe ich diese neuen Huda Beauty Matte and Metal Melted Eyeshadows, also die aktuellsten Farben. Ich habe schon die anderen von ihr und die fand ich immer ganz cool, habe sie gar nicht so oft benutzt, bis ich dann, ich weiß gar nicht, in irgendeinem Insta-Tutorial oder YouTube-Video, ich weiß es nicht mehr, hatte jemand das als Base benutzt und das fand ich so cool, also weil, ich weiß nicht, da kommen die gewissen Farben einfach nochmal krasser raus und ja, seitdem bin ich eigentlich ziemlich obsessed mit diesen Teilen so, also gerade die matten Dinger, die Glitter Dinger habe ich bis jetzt noch nicht benutzt, glaube ich, ja. Genau, also hier will ich mich auf jeden Fall noch so ein bisschen reinfuchsen. Dann haben wir hier auf jeden Fall noch die Pillow Talk Kollektion von Charlotte Tilbury. Also das ist eine komplette, also ihr kennt Pillow Talk, das ist ja der Lip Liner gewesen vor Jahren. Dann gab es irgendwann den Lippenstift, dann gab es so eine kleine Mini-Kollektion und ja, jetzt gibt es halt alles. Lip Liner, Lippenstift, Blush, keine Ahnung, alles. Ja, Leon war hier schon drin. Leon swatcht hier alles. Das ist ziemlich, also die Farben sind sehr süß, sind alles Schimmerfarben. Ich liebe die Lidschatten von Charlotte Tilbury. Dann hat mich ein Paket von By Terry erreicht und ich mag die By Terry Produkte sehr. Und zwar gibt es hier diese VIP Expert Palette von denen. Und zwar zwei Richtungen. Ich hatte das bei einer gesehen, schon auf Instagram. Und dann dachte ich schon, oh, ziemlich cool. Und während ich das dachte, kam auch schon meine Palette an. Und zwar ist die eine, also eins, Paris by Light. Und können wir mal darüber sprechen, wie süß diese Palette ist. Also mit diesen ganzen Sehenswürdigkeiten aus Paris sozusagen, das Louvre, Eiffelturm und so. Also richtig knuffig. Und auch das Packaging. Sehr, sehr schön. Und das andere ist dann die 2 und Paris by Night, also 1 und 2. Das wäre jetzt die Palette Nummer 2. Und da haben wir die gleichen Muster in den Lidschatten drin. Hier nochmal beide nebeneinander. Dann haben wir hier die große Charlotte Tilbury Pillow Talk Palette. Auch die finde ich sehr interessant. Und zwar sieht die so aus. Erinnert mich so ein bisschen an die Naked Paletten von früher. Sie hatte schon mal so eine limitierte Kollektion. Und das Coole ist immer, hier ist dann so 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Also das könnt ihr hier so ein bisschen an der Schablone sehen. Könnt ihr es erkennen? Die Farben sind ziemlich süß. So dieses rosige, schlichte, knuffige. Dann habe ich mir selbstverständlich eine Palette gekauft. Und zwar von Natasha Denona, die neue Love Palette. Das ist diese hier und die schaut so aus. Obwohl so dieses Rosa nicht immer ganz meins ist, fand ich die trotzdem ganz cool. Zumal ich die Natasha Denona Paletten sowieso sammle. Ja, auch hier war Leon schon zugange. So, ich würde auf jeden Fall schon mal einen Look mit der Natasha Denona Love Palette schminken. Und ich habe mir hier ein Tutorial von ihr abfotografiert. Die gibt es bei ihr in den Highlights in der Insta-Story. Und dann ist so Step by Step. Und ich dachte, um mir jetzt die Arbeit auch leichter zu machen, schminke ich das nach. Zumal ich ihre Look sowieso sehr gerne mag. Die erste Farbe, die sie aufträgt, ist Passion. Das ist so ein bäriger Metallic-Ton. Und das packt sie so in Außenwinkel. Also meine Lidschattenbase ist nicht gesettet. Ich nehme so einen Zoeva-Pinsel und presse die Farbe jetzt schön in meinen Außenwinkel. Step 2 wäre, diese Farbe auszublenden mit Soul. Das ist direkt die Farbe da drüber. Machen wir das doch mal. So, zack. Dann nimmt sie die Farbe Intense. Das ist die Farbe darunter. Das ist mehr rosa, würde ich sagen. Und mit der Farbe blendet sie dann eigentlich nur noch
alle harten Kanten sozusagen aus. Und sie geht auch wirklich so bis unter die Augenbraue. Gut, dann, wir sind noch nicht fertig mit dem Ausblenden. Dann nimmt sie Valentine, das ist ein noch helleres Rosa. Und dafür nehme ich jetzt aber einen sauberen Pinsel. Da geht sie eigentlich so über alles nochmal drüber. Also das ist dann nicht so farbintensiv. Das heißt, man kann einfach ausblenden, ohne dass man noch sehr, sehr viel Farbe aufträgt. Also halt mit so einem fluffigen Pinsel. So, dann nimmt sie die Farbe Lifetime. Das ist die Farbe hier oben. Die trägt sie auch mit dem Finger auf. Aber sie geht nur so bis hierhin. Und um die beiden Parts miteinander zu verblenden, nimmt sie dann Pure Love. Das ist das hier. Das hat schon mal sehr gut geklappt. Sieht zwar nicht annähernd so aus wie bei ihr, aber das ist nicht schlimm. Ich gehe jetzt nochmal in Passion und intensiviere das hier nochmal, weil das jetzt so ein bisschen verloren gegangen. Also ich habe auf jeden Fall Fallout, das kann man sehen. Und die Paletten krümeln auch, aber für mich überhaupt nicht schlimm. Nur für die, die das wissen wollen. Auf dieser Seite nehme ich jetzt mal die Pillow Talk Palette, die 4 Farben allerdings. Einfach aus dem Grund, weil ich diese Terry Paletten, glaube nicht so benutzen würde. So, ich nehme jetzt diese Farbe hier mit meinem Finger und die presse ich mir jetzt auf meine Base. Dann nehme ich die Farbe hier und die presse ich in meinen Außenwinkel. So, ich habe das gerade mal hier abgenommen, weil mir das gerade nicht gefallen hat. Ich gehe jetzt mal in diesen dunklen Schimmerton hier. Das packe ich mir jetzt hier so hin. Und ich packe mir das so in meinen Innenwinkel. Ich hatte zu Julinas Paletten-Review auch sowas geschminkt. Das fand ich eigentlich ziemlich cool. Dann gehe ich in die Farbe hier rein. Das ist die hellste Farbe. Und das packe ich genau hier so hin. Ja, als Highlight. Das ist sehr soft, aber sehr sparkly. Das muss man auf jeden Fall mögen. Und man hat hier auch nur Schimmerfarben. Also entweder man mag diese Looks, weil sie schminkt dieses... ja, das ist schon so ihre Unterschrift. Oder man sagt, nee, ich mag das nicht nur so schimmernd, dann müsste man halt noch zu einer anderen Palette greifen. Dann gehe ich in die Farbe hier rein und sprühe das jetzt ein bisschen mit MAC Fix Plus an. Und das packe ich dann hier so hin. Sodele, ich habe, wie gesagt, ich habe mit beiden Paletten Fallout. Das ist nicht schlimm, deswegen habe ich auch mit meiner Base auch erst, also beziehungsweise erstmal mit dem Augen-Make-up angefangen und würde jetzt erstmal mit meiner Base weitermachen, bevor ich damit weitermache. Ich habe eine Creme zugeschickt bekommen, die finde ich ziemlich interessant und zwar ist es von Milk Makeup Vegan Milk Moisturizer. Das ist das Packaging, finde ich so nice. Also die ist ziemlich so richtig aufgeschlagen, dick und cremig. Aber jetzt nicht so dick und cremig wie so eine Nivea-Creme. Also noch luftiger auf jeden Fall. Und ich trage das erstmal nur auf einer Seite auf, weil ich will gleich noch eine Foundation auftragen. Und ja, ich glaube, dann kann man es einfach ein bisschen besser einschätzen, wenn man nicht überall das aufträgt. Also so fühlt sich das sehr cremig an. Also sehr so, also ihr könnt deutlich sehen, die eingecremte Seite, ne, schön. Und hier, gut, ich war jetzt auch mit dem Baby Wipe drüber, aber das ist so die Hautpflege und Sonnenschutz von heute Morgen. Theoretisch habe ich es schon sehr viele Stunden drauf. Eigentlich hätte ich hier nochmal so ein bisschen auftragen müssen, weil es schon so ein bisschen eingesaugt ist, aber ich lasse es jetzt erstmal so. Genau, also so finde ich es echt nicht schlecht. Keine Ahnung, es ist schon ein Gefühl auf der Haut. Also ich finde, man spürt das schon. Also gerade Hautpflege muss man auf jeden Fall über einen längeren Zeitraum ausprobieren. Genau, es sei denn, es sind Sachen, die man sowieso schon kennt. Ja, die anderen Paletten werde ich nicht benutzen, weil ich sie höchstwahrscheinlich in meine Verlosungsbox packen werde. Also bis jetzt haben mir beide Paletten gut gefallen. Also die ist halt so die softe, ja, so Model-Palette, so wie Charlotte Tilbury halt einfach ist. Und Natasha Denona ist für mich eher so die Artist-Palette. Dann hat Make-up Forever eine neue Foundation. Da war ich gleich so, die will ich haben, weil ich mag Make-up Forever-Produkte ziemlich gerne. Und zwar ist es die Make-up Forever Reboot Foundation. Brightens
Smoothers, Firms, Hydrates, Evens Out. So, bei Hydrates war bei mir schon so, ja, gekauft. Und ich habe die Farbe Y218 geholt, beziehungsweise ich wollte sie holen, aber ich glaube, meine Farbe war ausverkauft und ich hatte Sephora gefragt, genau, ob die noch im Lager meine Farbe hätten, weil ich sie unbedingt austesten wollte. Ich weiß nicht mehr, welche Farben ich genau bei Make-up Forever habe, aber ich glaube, das war nicht exakt Y218. Ich bin mir nicht mehr sicher, weil ich hatte das einmal so auf meinem Handrücken geswatcht und dann war das so, also ja, so wie neutral, aber eher so pink rum. Ja, ich werde es mal komplett auf meinem Gesicht auftragen. Kommt in einer Glasflasche, standardmäßige 30 ml und ein Pumpkopf. Die Foundation ist flüssig, Foundation ist parfümiert und fühlt sich so beim Swatch erstmal sehr, sehr leicht an. Das ist mal Chloe, hör mal. Ich frage mich, warum die parfümiert ist. Make-up Forever Foundations waren noch immer unparfümiert oder habe ich es einfach nur falsch in Erinnerung? Die Deckkraft würde ich als leicht bezeichnen. Also man kann definitiv noch meine Haut durch die Foundation durchscheinen, was ich persönlich nicht so schlimm finde, weil meine Haut ist ja gerade eigentlich ziemlich gut und ich bräuchte jetzt gar nicht so richtig krass Full Coverage, es sei denn, ich will es unbedingt. Ne? Es kommt ja auch immer auf den Look drauf an, den man dann halt möchte. Aber ich finde das erstmal schön für, so für den Alltag. Ich versuche das gerade mal so ein bisschen aufzubauen. Aufbauen geht, aber auch nicht so krass. Also es ging auf der Seite mit der Hautpflege rüber wie nichts. Also gefühlt ist man hier in einer Minute fertig, die Foundation aufzutragen. Ich habe das jetzt mit einem Beauty Blender eingearbeitet. Also auf beiden Seiten sitzt die Foundation gut. Auf der Seite mit der Hautpflege definitiv besser. Also da zum Beispiel hier ist es so ein bisschen trocken und da sieht man die Foundation. Allerdings sehr wenig. Also ich hatte schon Foundations, die deutlich krasser auf trockenen Stellen sitzen. Also man würde es eigentlich nicht bemerken, wenn ich nicht in so ein Vergrößerungsspiegel gucken würde und so nah. Wisst ihr, wie ich meine? Also es ist, ich gucke gerade sehr, sehr nah. Also Haut kommt auf jeden Fall durch. Ich finde die Seite mit der Hautpflege einfach ein bisschen besser. Ich würde hier jetzt tatsächlich nochmal so ein bisschen aufbauen, weil ich trotzdem ein bisschen mehr Deckkraft haben will. Also ich mag leichte Foundations, aber gerne ein bisschen mehr Deckkraft als das, weil dann könnte ich gleich eine getönte Tagescreme nehmen, wisst ihr, wie ich meine? Da bin ich dann wieder so ein bisschen picky. Aber jeder, wie er halt das so mag. Die ist, aber wie ihr sehen könnt, extrem glowy. Den Duft würde ich so beschreiben wie so süßlich-pudrig. Man kann es aushalten. Also es ist schon recht stark parfümiert, muss ich sagen. Also nichts vergleichbar mit Huda Beauty, aber es ist schon da. Vielleicht wie so eine Dior Foundation, würde ich sagen. Ja, also ich habe definitiv aufgebaut, das ist jetzt so die dritte Schicht und mehr geht halt nicht. Also man kann trotzdem Haut durchscheinen sehen. Ich habe Foundations, die meine rausgeschnittenen Leberflecken ein bisschen besser kaschieren. Ist nicht schlimm, weil ich damit halt kein Problem habe, aber ja, das muss man halt auf jeden Fall im Kopf behalten, dass die Foundation wirklich sehr, sehr leicht deckend ist, finde ich persönlich und ja, sehr glowy. Was ich persönlich mag. Ansonsten, ja, ist eine gute Foundation, aber ist jetzt für mich auch nicht so irgendwas krass Veränderndes. Also eine gute, leichte Alltagsfoundation, so würde ich es jetzt beschreiben. Was ich mir noch gekauft hatte bei Beautylish ist die RCMA Make-Up Palette. Ich habe die 5er Paletten, die finde ich richtig gut. Das sind sehr, sehr tolle Foundations, aber die kommen halt eher in so Fännchen. Ich habe ja auch diese 5er Dinger, genau, und das ist... Das fand ich eigentlich ziemlich cool. Ich musste ja immer so ein bisschen mischen. Ich dachte, ach, ich probiere mal die große Palette aus. Kommt auch mit dem Spiegel. Habe ich hier jetzt natürlich nicht ausprobiert. So, jetzt wird es interessant. Darauf warte ich schon, seitdem ich diese Kiste habe. Und zwar Concealer. Also Concealer ist gerade so wieder voll im Kommen oder so. Keine Ahnung. Ich habe hier auf jeden Fall Concealer, die ich unbedingt ausprobieren will. Einmal habe ich mir gekauft den Tom Ford Emotion Proof Concealer. Das ist dieser hier. Ziemlich kleines, dickes Typchen. Sehr interessant. Dann habe ich die Zoeva Concealer, die Foundation. Die fand ich richtig gut. Allerdings konnte ich sie nie tragen, weil sie bei mir extrem oxidiert ist. Das Video verlinke ich euch hier oben. Und jetzt gibt es zu dieser Foundation auch die passenden Concealer, was ich sehr, sehr interessant finde. Und dazu kam dann halt auch noch dieser Pinsel. Dann habe ich mir gekauft bei Beautylish, weil ich es halt auch ganz, ganz schnell haben wollte, weil ich dachte, ich kann dieses Video halt auch schneller drehen, ist jetzt die Hourglass Vanish dieser Concealer dabei. Also es gibt ja die Stick Foundation davon, dann gibt es die flüssige Version, dann gibt es das Puder und jetzt den Concealer. Und
Ich liebe die Wendeschreie total. Es funktioniert für mich einfach richtig, richtig gut. Und deswegen musste ich die Concealer haben. Und Rosie Huntington Whiteley ist das Gesicht dafür. Oh, die ist so hübsch. Das war nicht alles. Dann haben wir noch Dior Concealer. Und zwar die neuen Dior Forever Skin Corrector. Die durfte ich tatsächlich letztes Jahr schon sehen. Und also ich habe letztes Jahr von Dior Head Office schon die Neuheiten für 2020 gezeigt bekommen. Es kommen auf jeden Fall richtig geile Sachen. Und darunter war auch der Concealer. Ich habe ein paar Farben zugeschickt bekommen, aber ich habe mir auch ein paar Farben gekauft, wo ich dachte, die passen einfach ein bisschen besser. Das sind auf jeden Fall die und die sind unfassbar stark deckend. Also so wirklich richtig krass deckend. Und das ist die Tube. Also man hat hier einfach 11 Milliliter Produkt. Kommt mit einem riesen Applikator, also theoretisch könnte man das auch als Foundation nehmen oder halt so, wenn man richtig Deckkraft haben will. Ist lustig, jetzt wo die Foundation sitzt, sieht es viel geiler aus als eben. Also es ist gerade nochmal so eine Stufe, komisch, ne? Also sowieso, ich finde so Face Make-up, so nach einer halben Stunde, wenn das alles so mit der Haut sitzt, alles so fertig ist, finde ich, erkennt man alles immer ein bisschen besser. Und guck mal hier, so noch 15 Minuten später, ja, finde ich schon besser. Ja, das dazu und Concealer. Ja, haben wir hier einen Drogerie-Concealer und zwar von NYX aus der Born to Glow-Reihe. Also die Foundation hatte ich auch getestet, das verlinke ich euch auch hier oben. Und dazu gibt es jetzt auch die Concealer. Ihr wisst, dass ich die Foundation richtig klasse finde. Und dazu jetzt gibt es eben noch den Concealer. Ja, ich habe nur zwei Unteraugen und jetzt weiß ich nicht, was ich benutzen soll, weil ich alles super interessant finde. Also ich denke, man sollte schon so eine Drogerie-Alternative auch zeigen, aber ich will unbedingt die Hourglass Concealer ausprobieren. Den eigentlich will ich alle ausprobieren. Nur was mache ich jetzt? Also ich mache jetzt auf jeden Fall nichts, weil dann hat man hier auch mal Drogerie drin. Das habe ich ja jetzt gar nicht. Steht hier auf dem Deckel drauf. Kommt so. Finde ich eigentlich ziemlich nice, so ein Schwammapplikator. Das ist die Farbe Alabaster. Dann haben wir die Farbe Fair. Das ist die Farbe Fair. Also Alabaster ist leicht pink. Fair ist leicht gelb. Dann haben wir als dritte Farbe die Farbe Pale. Okay. Rosa Neutral Warm Yellow. Das wäre mir zu gelb schon. Also würde ich jetzt persönlich nehmen Fair. Fair wäre jetzt so eher meins. Ich gehe auch ein bisschen hier runter, damit ich hier die Rötung noch ein bisschen besser kaschieren kann. Ja, mit dem Schwamm einmal einarbeiten. Concealer ist fester als die Foundation, habe ich das Gefühl. Gibt ein bisschen Deckkraft, aber es sieht ziemlich nice aus. Also so gefällt der Concealer mir wirklich gut. Ich glaube nicht, dass wir hier sehr viel Deckkraft bekommen, aber eine schöne, solide Deckkraft, muss ich sagen. Die Farbe gefällt mir gut, würde ich definitiv weiterhin benutzen. Mein allerliebster Concealer aus der Drogerie ist ja dieser hier. Oh ja, wir nehmen das. Wisst ihr warum? Weil ich habe die 4 mitgeschickt bekommen, was natürlich viel zu dunkel ist. Aber ich habe es nicht in meine Verlosungsbox gepackt, weil ich dachte, eigentlich ziemlich cool, um so das Gesicht ein bisschen aufzuwärmen. Dann habe ich noch gekauft. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich mir gekauft habe und was ich zugeschickt bekommen habe. Ich habe mir auf jeden Fall zwei Farben geholt. Wir haben jetzt von hier. 0N, 1N, 1W und 4N. 1N ist zu pink. Also bei Dior, die Foundations mit Neutral Unterton trocknen mir persönlich zu sehr in das Rosane. Deswegen hatte ich mir einfach noch 1W geholt, weil das so ein bisschen gelblicher ist und dann die 0. Das ist jetzt die 0N. Jetzt swatchen wir noch die 1N. Ihr könnt sehen, was, also es kommt schon eine krasse Farbabstufung. Also 1N würde mir definitiv nicht passen. Das kann ich auch gleich verlosen. Dann haben wir 1W. Ich glaube, das ist auch die Farbe, die ich mir mit der 0 gekauft habe. Ja, das ist zwar auch dunkel, aber mehr gelb. Wisst ihr, was ich meine? Das würde bei meinen Rötungen einfach noch schweiniger aussehen. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen greife ich persönlich mehr zu gelblichen Concealern, damit die Rötung hier, dass ich gleiche das so ein bisschen aus. Also ich würde definitiv 1W nehmen. Ich würde 0 und 1W mischen. Und das ist 4N. Das wäre die Farbe, bei der ich gucken will, ob ich so ein bisschen meine Haut aufwärmen kann. Yes, ich würde sagen, damit fange ich auch an. Also die sind super deckend. Als ich die damals geswatcht habe, war das schon so, okay, ganz wenig. Ja, ich glaube, die sind ganz leicht parfümiert. Oh, wie viel Farbe ihr habt. Okay, that's a little bit orange. Ja, okay.
Okay, also für meine Hautfarbe definitiv nicht, aber ich glaube für die Mädels und Jungs da draußen, die ein bisschen mehr Pigment in ihrer Haut haben als ich, die werden, ja. Ich kann mir vorstellen, dass so Light Medium Skin schon ziemlich geil ist, wenn man das benutzt. Wir bleiben alle ganz ruhig, wenn wir so einen Fall haben. Ich kann echt einen Lach haben. Dann nehmen wir unseren Pinsel, wo einfach noch Foundation-Reste sind, und dann gib ihm. Das blendet es einfach besser aus. Das restliche Produkt kaschiert das einfach so ein bisschen. Seht ihr den Unterschied? Und wenn das dann einfach nicht mehr reicht, dann könnt ihr echt so einen Mini-Tropfen Foundation nehmen. Es gibt sogar eine Konturtechnik, also jeder Make-up-Artist arbeitet ja auch anders, wisst ihr ja. Die blenden sogar ihre Kontur mit Foundation aus. Persönlich einer meiner Favorite-Arten, wenn man nicht Cream-Contour benutze, weil das sieht dann immer am natürlichsten aus. Jetzt haben wir es ein bisschen neutralisiert, ich habe trotzdem Farbe im Gesicht, und dann können wir einfach nochmal mit dem Schwamm drüber, um überschüssiges Produkt abzunehmen und nochmal auszublenden. Was auch gut ist, wenn ihr zum Beispiel, also ich persönlich konturiere zuerst gerne und macht dann nochmal Concealer rauf, also beziehungsweise macht dann den Concealer rauf, weil wenn man dann Concealer hier aufträgt, dann kann man das auch nochmal so ein bisschen ausgleichen. Wie gesagt, ich wollte ja die 1W mischen mit der 0N. Das sind jetzt 0N, 1W. Das mische ich einmal mit meinem Finger so. Boah, das ist so dick, ne? Könnt ihr sehen, wie viel Pigment ihr in diesem Concealer habt. Auch bei der Menge, ich glaube, das reicht 7000 Jahre. Ich habe abgedeckt, was ich abdecken wollte, und ich habe sogar noch Produkt drauf. Und ich bin nur einmal mit dem Schwämmchen auf meine Hand drücken. Also ich definitiv werde ich weiterhin benutzen, aber für mich auch hier richtige Full Coverage Concealer. Ja, also das würde ich nicht mehr benutzen, weil das doch zu warm und zu dunkel ist. Aber ich dachte, vielleicht klappt's. Aber wäre mir dann einfach zu aufwendig, um das alles zu korrigieren. Dann habe ich hier noch weitere Produkte, und zwar Puder. Ich würde das Ganze jetzt gerne setten. Dann habe ich mir noch gekauft von RCMA das Translucent Powder. Ich habe ja auch das No Color Puder. Das ist einfach ganz weiß. Viele sagen ja halt, ja, ist super, weil es hinterlässt nichts. Also ich finde schon, dass es einen weißen Schleier hinterlässt. Es kommt auch immer darauf an, wie man dieses Puder anwendet. Aber ich finde schon, dass es extrem bei mir auffällt, was ich halt nicht möchte. Deswegen, und als ich bei Beautylish gesehen habe, oh, das ist translucent, wollte ich das unbedingt ausprobieren. Und das werde ich jetzt auch machen. Ich nehme das mit so einem Pinsel auf und sette jetzt erstmal so meinen Concealer. Ich kann hier schon sehen, es settet, aber ohne, dass es unter meinem Auge so krass auffällt. Wisst ihr, wie ich meine? Und das macht das No Color Puder schon, wenn ich nicht sehr sorgsam damit sozusagen umgehe. Ja, das finde ich schon definitiv besser. Ansonsten ist es ein ziemlich geiles Puder. Yes! Und das settet wirklich so. Ich finde, man kann einen Unterschied zwischen den Concealern sehen. Der ist leichter. Also hier kommt noch ein bisschen Haut durch. Also so ein bisschen, ne? Und hier ist es einfach krass ebenmäßiger. Das ist einfach das das Born to Glow ist halt leichter, und das Dior Forever ist halt einfach deckender. Von dem Puder brauche ich ein bisschen mehr. So ein kleines bisschen mehr muss ich setten. Ja, da muss man noch ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu cakey wird. Wenn ich an mein Charlotte Tilbury Puder denke, hier kann ich einfach mehrmals reingehen und easy unter meinem Auge den Concealer setten und auch Touch-Ups machen, ohne dass ich dieses Schichten von Make-up bekomme. Und hier merke ich, also ich musste jetzt so ein paar Mal rein. Ja, muss schon ein bisschen aufpassen, gerade bei der deckenderen Seite. Da muss man jetzt natürlich gucken, wie man die Produkte schichtet, ohne dass es so krass wird. Ja, aber ansonsten sieht es sehr, sehr gut aus. Also würde ich definitiv weiterhin benutzen. Dann habe ich mir noch zuschicken lassen, weil ich das auch unbedingt ausprobieren wollte, von Makeup Forever die Matte Velvet Skin Blurring Powder Foundations. Hier sagen sie 12 Stunden Halt. Das hatte ich auch in einem YouTube-Video gesehen, beziehungsweise hatte Makeup by Ariel, glaube ich, so eine Platzierung mit denen. Und da haben die diese Reboost Foundation benutzt. Zusammen mit diesen Pudern hat er das gemacht. Genau. Bei Sephora haben sie allerdings nicht alle Farben. Deswegen habe ich mir jetzt so, ja, das ist jetzt die hellste Farbe, die sie haben. Das ist Y215. Und ich glaube, das ist meine eigentliche Makeup Forever Farbe gewesen, glaube ich. Und dann habe ich mir noch diese geholt. Warum steht die Farbe hier nicht drauf? Aber das ist halt dunkler, weil ich damit bronzen wollte. Und so hatten die das auch in etwa gemacht. Also wie gesagt, ist eine Foundation, ne? Eine Puder Foundation. Ich will eigentlich nur setten und so leicht Deckkraft noch haben.
Also jetzt wird's richtig flawless. Ich gehe wirklich nur ganz leicht rein, klopfe ab und sette mein restliches Gesicht. Oh ja, jetzt wird meine Haut richtig krass ebenmäßig. Also die leichte Foundation in Kombination mit dem Puder ist schon echt nicht schlecht. Wie gesagt, diese Puder Foundation ist nicht neu. Ich habe sie nur in Kombination mit der neuen Foundation gesehen und wollte das so ausprobieren. Und ja, es gefällt sehr gut sogar. Yes. Und zum Bronzen aufwärmen würde ich jetzt die dunklere Farbe nehmen. Vielleicht finde ich heraus, welche Farbe ich genommen habe. Ich habe die dunkle Farbe in Y315. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel, weil ich konnte es auch nur über Sephora bestellen. Also halt online. Man kriegt hier natürlich auch noch zusätzlich Deckkraft. Das darf man nicht vergessen, ne? Also man muss einfach sagen, dass meine Haut noch sehr glowy ist, obwohl ich jetzt Puder benutzt habe und Puder Foundation. Aber es ist nicht so totmatt. Ich habe noch Bewegung im Gesicht, was mir persönlich immer sehr gut gefällt. Ich würde jetzt trotzdem noch Highlighter auftragen. Und zwar haben wir hier einmal die neuen Zoeva Visionary Light. Ja, doch, Highlighter. Die kann ich leider nicht benutzen, auch wenn sie super toll aussehen, aber die sind für meine Haut einfach viel zu dunkel. Kommen in drei Farben. Also wir haben hier so ein Bronze, Pink und so ein krasses Gold. Ja, das sind die Farben. Und das hatte ich versucht aufzutragen, aber es ist bei meiner Haut einfach nur braun. Also für dunklere Haut definitiv machbarer. Oder halt so für Editorials oder so, aber für den Alltag für mich definitiv nicht tragbar. Dann haben wir die NYX Highlighter und zwar die High Glass. Ah, das sind nicht die High Glass. Ah, ich dachte High Glass ist das gleiche wie Born to Glow. Ich habe jetzt drei Farben. Also die zwei sind definitiv zu dunkel. Und dann habe ich hier die Farbe Moonglow. Das ist die hellste Farbe, die ich hier habe. Wirkt sehr so Champagner-mäßig. Ist wirklich interessant. Also es ist ein Puder, aber wenn man reingeht, ist es so fast wie nass und gelig. Könnt ihr es sehen? Interessant, ha? Ich swatche euch das mal. Gehe mit meinem Schwamm rein. Ja, das passt besser als mit dem Pinsel. Also es macht Glass Skin auf jeden Fall, aber ich habe einen Highlighter, der macht noch einen besseren Glass Skin. Aber ich denke, so als Drogerie-Alternative nicht schlecht. Aber es ist, wie gesagt, eher so wie Cream, obwohl es ein Powder ist. Hat jetzt mit dem Schwamm einfach besser funktioniert. Dann habe ich hier noch Highlighter von Raffas Plastic Cosmetics. Das ist von Raffa. Das hat sie mir zugeschickt. Sie hatte mir damals auch ihre anderen zugeschickt, aber die konnte ich dann nicht ausprobieren. Das ist das Packaging von außen. So peachig rosa. Ich habe jetzt vier Farben. Das ist die Farbe Ich falle am Boden. Ich glaube, das ist sowas, was sie immer sagt. Plastic Life. Das ist sehr hell. Das wäre definitiv eher was für mich. Dann haben wir die Farbe Blending des Todes. Das ist Gold. Das ist mehr so Bronze. Ja. Dann haben wir die Farbe Raffas Tränen. Das ist mehr so rosy, würde ich sagen. Also bevor ich in diese Farben so rein detche, die würde ich nicht benutzen, weil sie einfach zu dunkel für mich sind. Ich würde sie einfach weitergeben, verlosen, verschenken. Aber die Farbe, die für meine Haut einfach am besten passen würde, ist Plastic Life. Und das würde ich jetzt hier auftragen. Es kommt auf jeden Fall viel Produkt. Abklopfen. Also, ach, ihr habt übrigens noch einen Spiegel. Oh, yeah. Das hat auf jeden Fall einen krassen Highlight. Das ist auf jeden Fall sehr intensiv, sehr blending. Heißt die Farbe auch so? Nee, Plastic Life. Also man braucht sehr wenig Produkt, weil das sehr intensiv ist. Diesen Look muss man mögen. Genau, weil ihr einfach ein krasses Ergebnis habt mit wenig Produkt. Ich habe da beide nochmal im Vergleich. Ist mehr so Instagram und ist mehr so soft. Blush-Paletten habe ich wieder super viele. Ich habe mir auch die Natasha Denona Love Cheek Palette geholt. Das ist die erste Cheek Palette, die ich mir von ihr gekauft habe. Das ist das Packaging und so sieht das aus. Also es kommt immer mit so einem Cream, dann mit so einem anderen Cream, dann mit so einem Highlighter und nochmal mit so, also ja, schon sehr extrem, muss ich sagen. Also ich habe die Farben geswatcht. Ich dachte so das erste Mal, okay, das kann funktionieren, aber es war dann doch alles extrem sichtbar. Dann habe ich noch den Pillow Talk Cheek to Chic von Charlotte Tilbury. Wow, das ist krass dunkel. Das ist mir zu dunkel. Dann habe ich hier noch von Dior, auch neu, meine ich. Ist der Dior Backstage Rosy Glow Professional Performance Blush. Puh, das Packaging ist nice. Boah, mit dem Rosa da drin. Also es ist auf jeden Fall ein krasses, pastelliges, neoniges
pink. Das ist richtig süß. Dann würde ich sagen, trage ich auf der einen Seite das, auf der anderen Seite das. Kommt mit einem Spiegel. Und hier trage ich jetzt mal Dior auf. Oh, das ist aber soft, ha? Huh? Ah, man kann ihn auf jeden Fall... Oh ja, okay, jetzt kommt er. So ein süßer, rosaner Blush. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, was wir hier mit Natasha machen. Wir haben hier einmal diese Glow Cream Base. Ich nehme das mal mit einem Schwamm auf, auch wenn ich schon Puder drauf habe. Ich versuche das so soft wie möglich zu machen. Ja, aber selbst da kommt schon krass Farbe raus. Dann habe ich noch das hier. Puh, ich gehe mal mit dem rein. Es kommt auch was raus. Also ihr könnt sehen, es ist sehr krass. Ne? Also beides, also... Ja, es ist da. Deswegen würde ich hier nicht mehr reingehen und das ist sowieso ein Highlighter und ein Highlighter trage ich schon. Aber ich swatche euch einfach mal alles, damit ihr mal sehen könnt, wie das aussieht. Das ist diese Glow Cream Base. Also ihr könnt sehen, das hat schon Farbe. Dann nehme ich das hier. Das trage ich jetzt in Kombi sozusagen. Dann haben wir noch Diamond Powder. Das ist das hier. Und dann haben wir den Glow Impact Powder oder das Glow Impact Powder. Das ist die Palette geswatcht. Also wir haben hier Super Glow. Super Glow. Natürlich aber auch sehr, sehr viel Pigment. Das wäre für meine Haut eigentlich schon zu viel. Also hier ist so für mich die Grenze. Mehr würde ich auch gar nicht mehr auftragen. Was ich dann habe, ist ein Eyeliner. Und zwar von Huda Beauty. Der kommt mit so einem Tübchen. Und dann habt ihr hier den... Liner Applikator. Ich wusste gar nicht, dass sie den hat. Der war irgendwie mit in diesen Liquid Eyeshadow. Ich würde sagen, ich ziehe mir einfach mal einen Lidstrich, oder? Der Eyeliner gefällt mir auf jeden Fall, weil man ihn sehr schnell, also zweimal drüber und dann ist der sehr, sehr intensiv. Der ist interessant, weil wenn ich so Eyeliner nehme, die fühlen sich ja oft nass auf dem Auge an, aber das war jetzt so wie nicht da. Also nicht trocken, so wie trocken, aber so als... Wäre es nicht nass, ganz interessant. Nicht ganz gleichmäßig, aber... So, ich würde mir jetzt einmal Lashes aufkleben beim Pantusche und so. Und dann sehen wir uns gleich, weil ich da nichts Neues habe. Ich klebe jetzt auch keine Lashes auf. Ich fand das mit dem Rose eigentlich sehr süß. Lashes würden das jetzt einfach krass machen. Was ich jetzt mache, ist, ich nehme jetzt mal die Farbe Intent. Und die verpacke ich mir hier so hin und blende das schön aus. Giving, das ist... Dieses metallische Rosa hier. Und die Farbe packe ich mir hier so hin. Ich brauche eine so eine schöne Highlighter-Farbe. Also nehme ich die Charlotte Tilbury Palette und gehe in die Farbe hier rein. Und das packe ich mir hier so hin. Gehe ich in die Farbe hier und in die Farbe hier. Das packe ich mir hier hin. Ich gehe jetzt nochmal in die Farbe Commitment. Das ist dieses dunkle Lila. Und das presse ich mir hier unten in meinen Wimpernkranz. Einfach so ganz soft. Das hier fällt mir. Also ich habe gefühlt 1 Million Lippenprodukte von Dior's Lip Glow Oils, die so super soft sind. Die sehen so aus. Da gibt es ein paar verschiedene Farben. Und das ist wirklich so ein Öl. Also Hashtag Öls. Schon sehr, sehr dick auf den Lippen. Also dicker als der Gloss. Aber ihr habt halt so einen richtig Gloss-Effekt, also einen Öleffekt und halt Pflege. Ist so leicht mintig, nicht so prickelnd wie der Lip Maximizer, den ich ja seit Jahren super gerne benutze, sondern einfach nochmal ein bisschen softer. Das wäre jetzt für die, die im Alltag einfach viel Pflege brauchen und so ein Gloss und diesen Effekt haben wollen, dann ist das halt für die perfekt. Dann haben wir noch die Pillow Talk Lippenstifte von Charlotte Tilbury. So Nude-Farben. Dann gibt es noch dazu die passenden Lip-Liner. Dann haben wir noch andere Lip-Oil-Farben von Dior. Was haben wir noch? Neue Fenty-Glosse, also neue Farben. Hot Chocolate, Glass Slipper und Sweet Smooth. Smooth? Mouth? Sweet Mouth. Aber was ich sehr interessant fand, waren die Natasha Denona-Glosse, weil die so super nude waren. Ich meine, die Models, die sie hat, die sind zwar auch immer so ein bisschen dunkler. Dann sieht das auch immer viel nudiger aus als bei mir. Das sind die hier. Und die Farbe fand ich ziemlich nice. Das ist auch mintig. Auf jeden Fall ein schöner Nude Gloss. Sieht bei meinen Lippen, weil sie auch gerade so trocken sind, obwohl ich Lippenpflege drauf hatte, jetzt nicht so nice aus. Ich würde definitiv einen Lip Liner tragen, einen Lippenstift und das on top. Man kann es aber auch alleine tragen. Also es ist schon echt eine schöne Farbe. Leicht auf den Lippen,
ganz leicht sticky und halt mintig, finde ich persönlich nicht schlimm. Ich nehme jetzt nochmal diesen Ton hier, Lip Euphoria von der Jute Natascha. Dann möchte ich noch das Gesichtsspray von Fenty Beauty ausprobieren, das ist auch relativ neu. Das What It You Makeup Refreshing Spray, das sieht so aus, super Packaging. Boah, krass. Also es ist unfassbar parfümiert. Riecht nach diesen, oh mein Gott, krasses Throwback. Kennt ihr noch, als Kind gab es diese Badeseife-Schaum, die in Tierform war, wie so ein Wal oder so. Kennt ihr das noch? Exakt so riecht das gerade für mich. Also es ist schon sehr stark parfümiert, aber der Mist... Das ist krass, oder? Das ist ja ein Hauch von nichts. Und guck mal den Glow auf meinem Gesicht. Also hier muss auf jeden Fall was drin sein, weil man konnte richtig sehen, man musste da etwas mischen. Und ihr könnt den Glow gut erkennen. Das waren jetzt die Neuheiten, die ich ausprobiert habe. Hier liegt noch so viel unausgepackt. Also die Kiste war definitiv schon zu voll, dass ich das alles gar nicht in ein Video packen konnte. Ich habe jetzt mal ein paar softere Looks geschminkt. Genau, ich werde jetzt hier auf jeden Fall für mich erstmal mich noch so ein bisschen durchtesten, um zu gucken, okay, was behalte ich, was wird verschenkt. Ja, aber das, was ich benutzt habe, gefällt mir persönlich richtig gut. Ich kann nicht meckern. Ja, ansonsten, wenn ihr Fragen haben solltet zu den einzelnen Produkten, dann stellt die super gerne in die Kommentare. Ansonsten findet ihr hier drüben zwei weitere Videos. Hier könnt ihr die Modi super gerne abonnieren und supporten. Vielen Dank dafür. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Reinschalten, sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.